Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Ich zeige euch heute mal, wie man in Cisco richtig sprayt und wie man richtig schießt. Ne? Also, ihr kennt das ja sicher, ihr habt das hier ein Spray-Pattern, ne? Also nach rechts und nach links und dann macht ihr diesen Pilz formmäßig. Ne? Und am besten ist es bei Cisco, im Laufen zu schießen. Also im Laufen, beste, also niemals stehen bleiben, weil da macht man ganz viel Schaden, ne? Weil dann kann man auch so ein bisschen verteilt, weißt du, also zum Beispiel, sag mal, diese Wand jetzt hier, weißt du, wenn wir normal schießen, ist ja nur so ein Pilz, ne, und dann haben wir ganz viele Einschusslöcher, wo wir dann sozusagen, mehr Ziele treffen können. Ne? Also, ist ganz einfach. Ne? Es ist viel einfacher. Und ich kann noch mal ein paar Leute hier hinsetzen. Moment. So, so. Und, ja gut, jetzt haben wir keine noch Munition jetzt hier. Jetzt nehmen wir mal zur Negev. Jetzt zeige ich euch das mit der Negev. Der Negev ist es so. Geht halt bis nach oben und dann bleibt sie halt irgendwie auf dem Punkt. So, ne? Also, da kann man am besten hier so lang gehen und einfach schießen. Einfach schießen. Ne, ihr müsst gar nicht stehen bleiben oder sowas, einfach nur schießen und gerückt halten. Das ist so das Optimum so, ne? Und dann haben wir noch die DM4. Bei der ist das ähnlich. So. Also da haben wir auch hier so einen kleinen Pilz sozusagen. Ne? Also ähnlich wie bei der AK, nur ein bisschen kleiner. Ne, und dann macht man es auch am besten einfach laufen. Und dann kann man nur gewinnen. Da kann man nur gewinnen, Leute. Nur gewinnen. Oder auch bei der Deagle. Deagle ist ja meistens so, dass, also da wird ja immer gesagt, man soll, so einzeln tappen. Aber das ist ja totaler Schwachsinn, weil wenn man so machen kann, dann trifft man einfach alles, ne? Also einfach sprayen. Da Deagle einfach sprayen. Also niemals, also immer schön laufen und schießen. Merkt euch, laufen und schießen, ne? So, P90 zum Beispiel. Ich mache mir nochmal ein paar Enemies hin. Moment. P90 ist zum Beispiel so. Ne, also man kann natürlich stehen bleiben und schießen. Aber es, wie gesagt, ihr seht ja, es ist nicht sehr effektiv, ne? Weil es ist einfach viel einfacher, wenn man einfach dann läuft und schießt. Das ist viel einfacher. Seht ihr das, wie einfach das ist? Also, man macht viel mehr Schaden, wenn man läuft. Also, merkt euch, niemals im Stehen schießen, weil da macht ihr viel weniger Schaden. Ja? Also, ja, AWP ist klar, ne? Also, No-Scopes sind die besten, ne? Weil wenn man, guck mal, ich war auf den Kopf drauf. Ich habe auf den Kopf gezielt und es ist nichts passiert. Also, ich habe ihn auf dem Kopf, hat er noch 63 Leben, ne? Also, das ist natürlich ein bisschen scheiße, ne? Ich meine, wenn man dann nämlich wieder einen Low-Scope macht, dann, ne? Dann trifft man immer, ne? Und dann tötet man auch sofort, ne? Wie ihr seht. Oh, das war jetzt einmal daneben. Aber sonst ist es halt immer sofort. Also AWP am besten No-Scope machen. Dann macht ihr nichts falsch, da trifft ihr immer, ne? Weil, gut, das war jetzt Glück, ne? Weil normalerweise mache ich nur ein bisschen Schaden. Und ja, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was Lustiges in die Kommentare und haut rein. Ciao!